Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute geht's endlich am M5 weiter. Auf der Bühne steht er schon, kommt direkt wieder runter. Wir haben die besagten Lager hier, die wir alle neu machen müssen. Und, was ich auch bemerken will, ich kann mich daran erinnern, was ein richtiges Thema beim letzten Mal M5 war, die Reifen. Oh Junge, habt ihr euch aufgeregt. Nankang-Reifen, wie kannst du nur beim M5 Straßenkontakt das Wichtigste? Stellt euch vor, ich hätte für diese Felgen die originalen Michelin-Reifen, Conti-Reifen oder andere namhafte Hersteller gekauft. Was wäre passiert? Die Felgen sind krumm. Habt ihr gesehen, die haben Bollen, Macken, Schläge etc. Hätte ich mich noch mehr geärgert, weil ich noch mehr Geld in den Sand gesetzt habe. Somit weiß ich, Reifen sind drauf und für das, was wir mit dem Auto machen, wird das allemal reichen. Der Sven lacht schon im Hintergrund. Zu einem Burnout oder auch vielleicht einen kleinen Drift werden die super taugen. Wobei ich mal was Positives erwähnen muss. Ich bin mit diesem Reifen zufrieden. Auch bei Nässe. Gute Reifen für den Preis. So, was war denn nochmal alles Fritte hier? Naja. Eigentlich alles, ne? Eigentlich alle Lager, ja. Ich weiß zum Beispiel. Kannst zum Beispiel hier mal. Da seht ihr, sind die alle kaputt. Ja. Dann die Tonnenlager machen wir neu. Oder besser hat der Julian. Da siehst du auch, dass der Gummi sich hier ablöst. Jo. Siehst du? Was haben wir dann noch auf dem Schirm? Der Motor lief nicht 100%. Beim letzten Video habt ihr gesehen, da hat er so ein bisschen geruckelt und Aussetzer gemacht. Da werden wir uns drum kümmern, wenn wir die Kerzen mal rausnehmen. Die haben wir nämlich neu gemacht. Ich vermute, durch das an, aus, hin und her fahren, sind die ein bisschen zugeräuchert, weil er auch lange im Leerlauf lief. Sauber machen. Danach geht es auf jeden Fall um Prüfstand. Und was wir auch noch machen müssen, hier unser Schweizer Käse. Ich muss wohl oder übel eine Auspuffanlage noch kaufen. Oder wir müssen diese Rohrstücke hier ersetzen. Oder weiß ich noch nicht, weil Auspuffanlage M5. Teuer, wollte ich gerade sagen. All diese Autos, die wir hier wieder instand setzen, kommen ohne Sponsoring, ohne aus andere Fremdkosten, aus eigener Tasche. Genau. Und deshalb versucht man natürlich zu sparen, wo es nur geht. So, ich gehe dem Julian auch mal ein bisschen zur Hand oder helfe mal gerade ein bisschen mit, zumindest das Filmtechnische zu machen. Der Julian hat mittlerweile die Auspuffanlage schon abgebaut, wie ihr seht. Und gibt es schon die ersten Probleme, die du siehst? Probleme nicht, muss ich sagen. Also Gott sei Dank, bis jetzt war nur das festgegammelt, was ich auch neu habe. Eben wie zum Beispiel diese, ja, ich nenne es jetzt mal Koppelstangchen hier. Die konnte ich Gott sei Dank durchflexen, weil die haben wir neu. Aber ansonsten, hier oben jetzt zum Beispiel, wir waren vorhin noch am Rätseln, ob das, ich vermute mal, das ist wie so eine Art Bremskraftminderer. Der geht Gott sei Dank hier schön ab, obwohl das auch recht verrostet war. Das habt ihr mit Rostlöser eingesprüht, die Feuchtigkeit. Genau, richtig, ja. Weil ich werde das dann wahrscheinlich so machen, dass ich den hier oben lasse mit der Getriebestütze, damit ich hier das dann absenken kann für die Tonnenlager. Hm. Weil wir hatten das letzte Mal, falls du dich erinnern kannst, bei dem E46 ja das Problem, dass uns die Leitung abgeknickt ist. Ja. Und das bleibt dann alles oben, ne? Dass wir das Problem nicht haben, weil das sieht hier natürlich auch schon etwas in die Jahre morsch gekommen aus. Ja, genau. Ja, und Auspuffanlage habt ihr ja schon abgebaut, da müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Ja, die allein wiegt schon eine halbe Tonne, das ist unglaublich. Unser Hauptproblem ist ja dieses Stück hier, da sieht man ja überall wie so ein Schweizer Käse, wenn man näher rangeht. Viele würden jetzt sagen, das Thema hatten wir ja gerade schon, lass in die Lumpen, mach doch einfach neu, hol mal eine neue Auspuffanlage. Wie gesagt, das muss ja alles in einem Rahmen bleiben, dass sich das Ganze hier auch wirtschaftlich irgendwie lohnt. Wenn jemand zum Beispiel dieses Auto irgendwann mal kauft und sagt sich, ich will mir daraus ein perfektes Auto machen, kann man immer noch alles wieder neu machen. So, wir gehen dann mal eben zu Julian rüber. Julian wollte uns da noch mal was zeigen. Ja, warum wir diesen ganzen Spaß überhaupt wechseln? Warte, lass mich mal hier rüber, da sehe ich mehr. Das kann man sehr gut. Warte, ich mach's mal in der Totalen, beweg mal. Demonstrieren. Man sieht wahrscheinlich ganz gut, dass sich der ganze Achsschenkel bewegt. Ja, jetzt schauen wir mal auf das Lager direkt. Also hier haben wir eine selbstlenkende Hinterachse, wie man sieht. Und auch innen drin. Kannst du mal reinfüllen? Das ist schon, ja, alles nicht mehr so frisch. Nö, nicht wirklich. Ja. Ich habe eigentlich mal hier alle Leitungen, Schläuche etc. alles gelöst. Ich habe die Antriebswelle hier schon lose, wie man nicht sieht. Ja, auf jeden Fall, die Schrauben sind lose. Jetzt werde ich hier den Stoßdämpfer noch lösen, das Handbremsseil hier noch rausholen. Ja, ich weiß, ich könnte es auch da oben rausholen. Ist in dem Fall aber ein bisschen aufwendiger. Deswegen, wenn ich hier eh schon am Zerlegen bin, hole ich es gleich hier hinten raus. Mir fällt außerdem, da gerade was auf. Was fällt denn dir da auf? Wenn wir eh schon dran sind, sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken. Ein bisschen, ja, genau, ein bisschen Gang. Oh, da löst sich der Belag. Frische Belege drauf zu machen, weil... Ja, das habe ich natürlich am Anfang angewusst und deswegen habe ich es da gemacht.
Ja, und dann werde ich hier die ganze Schwinge da rausholen. Und wenn ich das gemacht habe, beziehungsweise zeige ich euch dann natürlich erstmal, wie man die Lager hier neu reinpresst. Und wenn wir das gemacht haben, dann werde ich mich hier um die Tonnenlager kümmern und dann das Ganze hier erst wieder einbauen. Nee, also wirklich bis jetzt jede Schraube, die irgendwie wichtig für mich war, ging auf. Die einzigste bis jetzt... Einzigste gibt es nicht. Einzige? Waren die hier, aber die haben wir ja sowieso neu. Oh. Deswegen macht das auch nichts. Weil ich immer noch erstaunt bin, wir haben ja vorhin gesehen, wie kaputt die waren. Da oben, auf dem Hebegrünarm. Ach ja, war vielleicht so ein, mal so ein Vorher-Nachher-Vergleich. Wollen wir sie rahmen? Also, so sieht das Ganze neu aus. Also im Endeffekt die Buchse hier drin. Naja, sie darf sich bewegen, tut sie jetzt aber gerade nicht so viel, weil alles noch frisch ist. Und dagegen mal, ja, vielleicht sieht man es ganz gut. Die alten dazu, also im direkten Vergleich. Leicht defekt. Bei uns in der Firma heißt es immer kurz und bündig schwierig. Man sieht hier schon ganz gut. Oh, warte mal, so kann man es besser sehen. Es bröselt halt immer noch. Ja, es bröselt, aber da, wo es im Endeffekt ja, lagern soll, ist nur noch Rost. Ja, gut. Tja, der Julian konnte ja seinen Mund nicht halten und hat noch wunderschön gelobt, wie die Schrauben hier aufgehen und ja, wurde direkt bestraft. Ich habe hier im Moment das Problem, dass ich die Handbremsseile hier nicht rausbekomme, denn ich möchte ja diese Schwinge hier ausbauen. Jetzt habe ich überlegt, eben das da hinten alles zu lösen. Jetzt ist aber diese Hülse, die da drin ist, so dermaßen da reingerostet, dass ich das nicht rausbekomme. Jetzt habe ich mir gedacht, gut, machst es halt oben raus, ne? Ja, hab die Schrauben umgelöst, aber ja, das kriege ich hier eben halt auch mehr nicht einfach voraus, ne? Das ist jetzt so ein bisschen mein Problem. Die Handbremsseile gibt's halt leider nicht mehr oder wenn, dann halt nur sehr teuer oder schwierig aufzutreiben. Jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das komplette Hinterachsgetriebe hier rauszubauen. Ich habe sonst leider keinerlei Möglichkeiten, da mal irgendwie mit der Zange die da rauszulösen aus dem Rohr, damit ich die quasi komplett mit der ganzen Schwinge hier rausnehmen kann. Jetzt habe ich aber wieder ein anderes Problem. Und zwar die Schrauben von der Antriebswelle. Die sind zum einen, wie man hier so schön sieht, natürlich komplett verkrustet hier. Also mit Dreck zugesetzt ohne Ende. Das ist mal das eine, aber noch das wenigere Problem sozusagen. Auf der anderen Seite habe ich das schon gemacht, die habe ich schon draußen. Aber, wie das halt immer so schön ist, ne, wenn irgendwas jahrzehntelang montiert ist, nie gelöst wurde, dann habe ich das folgende Problem. Jeder kennt das natürlich, dass der Imbus mal ganz schnell rund wird. Jetzt habe ich da viel Zahn reingeschlagen, auch rund. Ja, dann habe ich es mit einem Linksausdreher probiert, den ich quasi hier über den Schaft drüber klopfe. Das hat Gott sei Dank funktioniert. Jetzt brauche ich natürlich aber neue Schrauben. Ich behaupte, solche Schrauben sind natürlich einfacher aufzutreiben wie neues Handbremsseil. Ja, das Hinterachsgetriebe hat jetzt den Weg auf den Boden gefunden. So, und warum ich das ausgebaut habe, das will ich euch mal eben schnell zeigen. Zum einen, wir wollen ja hier unsere Tonnenlager auf der Seite auch noch wechseln. So, wenn ich das jetzt löse, hier ist ja ein Gewindestab drin. Der ist ungefähr so 10 cm, würde ich jetzt einfach mal grob schätzen. Und wir müssen das ja absenken, bis wir aus dem Gewindestab draußen sind. So, wenn jetzt unser Hinterachsgetriebe hier noch dran wäre, komplett mit Kardanwelle etc. Es würde zwar mit nach unten kommen, aber erfahrungsgemäß halt wieder nur ein kleines Stück und dann wäre wieder Feierabend. So, und deswegen habe ich das hier mal rausgenommen. Unter anderem müssen wir das auch rausnehmen, weil, also müssen nicht, aber es ist erheblich einfacher. Wir wollen ja hier unsere Schwinge ausbauen, um die Lager zu wechseln. So, und hier sind die Gegenmuttern. Da ist normalerweise das Getriebe vor. Genauso wie hier auf der anderen Seite. Also das ist auch auf jeden Fall erheblich einfacher so. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass unsere Handbremsseile hier leider nicht mehr rausgehen und die schwer aufzutreiben sind. Deswegen muss ich die jetzt quasi hier oben lösen. Aber da war natürlich auch wieder das Problem, dass diese Hülse in dem Führungsrohr komplett festgerostet war und ich keinerlei Chance hatte, da irgendwie nur ranzukommen. So, jetzt habe ich dadurch meinen neu gewonnenen Platz, weil das Hinterachsgetriebe ja jetzt fehlt. Ja, bin ich dann hier mit der Zange quasi auf die Hülse drauf gegangen und habe da halt so lang gedreht, bis das rauskam. Eine andere Möglichkeit hatte ich da leider nicht. So, von unserer Hinterachse ist mittlerweile nicht mehr viel übrig. Jetzt ist wirklich nur noch der Hauptträger da drin und alles andere liegt hier quer verstreut auf dem Boden. Warum wir den ganzen Spaß wechseln, sieht man hier, glaube ich, schon relativ gut. Lager tot.
so gut wie nicht mehr vorhanden. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich hier diese Metallhülse da drin überhaupt da rausbekomme. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Weil auf der Presse, das wird, denke ich, eher abenteuerlich. Aber das kriegt man schon hin. Oh Mann, mir tut der Julian echt leid. Das sind Arbeiten, die man sich nicht wünscht, ne? Ja, so alle 10 Jahre einmal ist das okay. Du hast jetzt das erste Lager in der Achse 9, ne? Genau, richtig, ja. Und es ist echt keine schöne Arbeit, ne? Nein, überhaupt nicht. Hast Vor allem du? Wegen dieser Hülse, weil die so reinrostet. Ja, mal ganz kurz zur Vorgehensweise vielleicht. Es ist eigentlich eh schon rausgeploppt, das alte Lager. Also das Inlay quasi war schon komplett weg. Ja. Und ich hatte diese Hülse da noch drin, wie man sieht. Ja, die ist da schön reingegammelt gewesen. Ich habe da jetzt folgendermaßen das eigentlich so gemacht. Ich habe mir die Eisensäge geschnappt, habe die aufgemacht, habe die da durchgemacht, wieder eingefädelt, habe dann die Hülse quasi durchgesägt, eingesägt. Spannung rausgenommen. Genau, richtig. Und dann halt hier, ja, man sieht es hier noch, mit dem Meißel halt hochgekloppt, damit ich da die Spannung rausbekomme und den Rest dann quasi... Jetzt wird es heißen, da gibt es Spezialwerkzeug zu. Klar gibt es Spezial. Es gibt für alles Spezialwerkzeug, aber ja. Es funktioniert. Man muss auch dazu sagen, es funktioniert auch nicht immer so. Genau. Weil wir haben ja hier eine Spindel mit so einem Lagerziehding da, wo man da das drauf drückt. Aber in der Praxis funktioniert das oft nicht so, wie man sich das wünscht. Wir haben auch eine Presse da hinten. Also es ist nicht so, dass wir hier kein Werkzeug haben. Ja. Aber allein, wenn ich sehe, um dieses Teil auszubauen, hier um den Achsschenkel, liegt da eine ganze Menge Krams auf dem Boden. Also andere Seite, Differential. Und das Schlimme ist, das sind ja noch nicht alle Lager. Du musst ja noch hier an die Tonnenlager auch dran, ne? Ja, wobei ich die da echt angenehmer finde, muss ich ehrlich sagen. Welche, diese? Ja. Okay. Also ich gebe euch einen Tipp da draußen. Alle die Leute, die immer mal einen Berufswunsch haben, werdet nicht Kfz-Mechaniker, ne? Ja und nein. Bist du, sag mal, ist das wirklich so, wo du sagst, du würdest das nochmal so machen? Du wirst lachen, ich wollte alles werden, nur kein Kfz-Mechaniker. Und was bin ich geworden, Kfz-Mechaniker? Ja, Ironie des Schicksals, ne? Man sagt ja immer, Spardose, also Haus und Auto sind die größten Spardosen, ne? Ist ja auch so. Ja. Und im Endeffekt, was das angeht, bereue ich es auf gar keinen Fall. Schön gesagt. Ich denke mir immer, es gibt ja auch schöne Arbeiten, aber das sind genauso Arbeiten, die man eigentlich nicht machen möchte. Nein. Das ist genauso wie, wo ich immer dran denke, zu meiner aktiven Schrauberzeit, A4, B5 oder A6, A8, Vorderachse, oben die lange Schraube, die immer grundsätzlich im Alu festgammelt. Das war immer Katastrophe und ich glaube, nichts anderes ist das hier auch. Richtig. Vor allem, wenn man das Ganze dann noch unter Zeitdruck machen muss und hier eben Meisterchen, ey, wie schaut's aus, ne? Und solche Geschichten und der Kunde wartet und oh Gott, es ist so teuer und ne, das sind dann die anderen Geschichten. Ich habe gar keinen blassen Schimmer. Was denkst du, wie lange das dauert hier, bis wir die alle Achsen neu gelagert haben oder die Hinterachsen neu gelagert haben? Realistisch würde ich sagen 2 Tage. Zwei locker. Arbeitstage. Hast du locker. Jetzt gucken wir hier weiter, was der Julian macht. Du presst jetzt das alte Lager, drückst du da raus und dann wird wahrscheinlich die Hülse stehen bleiben. Wahrscheinlich, ne? Ich nehme es mal an. Ja. Wir können das ja mal ein bisschen mitzeigen, um zu schauen, was passiert. Wenn du eine Nummer größere Nuss nimmst, oder das... Das soll ja genau da reinpassen hier. Das soll mir hoffentlich, meine Hülse mitnehmen. Aber ich bezweifle es. Nee, drehe ich hier locker, glaube ich. Aber nee, das dreht sich ran. Ich glaube, mittlerweile gibt es da noch geilere Spezialwerkzeuge. Könnten wir denn irgendwas kaufen, was das Ganze erleichtert? Es gibt Druckluftwerkzeuge etc., aber... Wenn wir irgendwas brauchen, bestell das bitte, ne? Ja, ja, natürlich. Nee, aber ich sage ja, für man muss das Ganze ja auch immer ein bisschen so im Kosten-Nutzen-Faktor, denke ich mal, auch halten. Ja, aber Lager werden wir öfter wechseln. Also ich würde da nicht unbedingt sparen, wo es nicht... Also da bin ich euch bei euch. Wenn wir da ein besseres Werkzeug vielleicht... Wisst ihr ja gerade vielleicht, welches Werkzeug man da gut nutzen kann. Und da seht ihr jetzt, wie das läuft. Im Prinzip, die Spindel drückt jetzt mit der Nuss das theoretisch da durch. Aber hast du gehört? Da ist Kamm. Ja. Aber jetzt sind wir auch... Ja, jetzt ist Ende Gelände. Und genau das ist das Problem. Da gibt es jetzt wahrscheinlich Druckluftwerkzeuge. Problem ist ja auch, ich könnte damit ja nicht mal wirklich auf die Presse gehen, weil mein Hydraulikstempel, der kommt ja von oben. So, hier oben haben wir aber unser Lager im Weg. Das nächste Problem ist, wir könnten da mit einer Flamme dran gehen. Könnte man auch tun, ja. Das haben wir nicht da. Das ist das, was in unserer Werkstatt definitiv fehlt. Acetylen, Sauerstoff in der großen Flasche. Müssen wir uns ganz dringend besorgen. Gerade bei alten Autos, Auspuffanlagen oder hier auch zum Warmmachen fehlt es halt einfach. Aber ihr seht auf jeden Fall, wie wir hier vorgehen. Ein Lager ist ja drin und hat ja noch ein bisschen was vor sich hier, der Julian.
So, zuletzt habt ihr ja gesehen, wie ich die Lager hier einpresse. Die sind inzwischen alle vier drin. Auch hier und hier. Das letzte hat mich natürlich geärgert ohne Ende, war ja klar. Es wäre ja sonst viel zu einfach gegangen. Ja, jetzt mache ich mich an die großen Tonnenlager, da eh nicht mehr viel gefehlt hat. Ja, es waren im Endeffekt nur noch eins, zwei, drei Schrauben. Deswegen habe ich das ganze Ding jetzt komplett runter. Jetzt kann ich nämlich schön auf die Presse hinten und muss mich da nicht wieder mit meiner Spindel abtun. Warum wir die natürlich auch wechseln, kann man hier auch mal zeigen. Also auch hier ist alles lose. So, wieder ein paar Stunden später. Unser Achskörper hat mittlerweile auch wieder den Weg ins Fahrzeug gefunden und zwar mit unseren neuen Tonnenlagern. Einmal, zweimal. Unsere Schwingen sind mittlerweile auch wieder drin, aber nur angesetzt. Die Handbremsseile sind auch schon wieder angesetzt, also zumindest eingefahren und ja, provisorisch befestigt natürlich, nicht beschäftigt. In dem gleichen Atemzug habe ich hier auch ein bisschen die Leitungen mal ein bisschen entrostet und die werde ich jetzt gleich auch noch ein bisschen konservieren, denn wenn der ganze Spaß hier schon mal draußen ist, macht das natürlich Sinn. Ja, und wenn das erledigt ist, dann müssen wir natürlich hier unsere ganzen schönen Leitungen, ABS-Sensor, Verschleißsensor, Bremsschlauch etc. alles wieder anschließen, verlegen, unser Hinterachsgetriebe wieder einbauen, Kardanwelle-Auspuff. Und dann bin ich echt froh, wenn das Ding von der Bühne drunten ist. Oh Mann, tut der Julian mir leid. 3 Tage Arbeit war jetzt diese Hinterachse. Julian, 3 Tage kann man sagen, ne? 3 Arbeitstage. Ja, so 2 und 3 Viertel ungefähr. Ne? Wahnsinn. Und in dem Video haben wir ja gesagt, geht es auch darum, dass wir den Motorlauf uns drum kümmern. Und ich habe jetzt gerade mal einfach mal nur reingeguckt und habe gesagt, oh, schnell den Micha holen, das zeige ich euch. Lasst euch nicht tiefer. Micha, wir haben ja hier unsere Ansaugbrücke. Und ich hatte das ja schon erzählt, dass wir die 3-mal einstellen können. Also diese Drosselklappenteile separat einstellen. Traut sich keiner dran. Ich habe daran schon rumgedreht. Und wo ich dieses Fahrzeug schon mal auf dem Prüfstand hatte, lief der gut und ruckelfrei. Und du kannst dich an unsere Probefahrt erinnern, da lief der nicht so geil. Ja. Jetzt habe ich geguckt, hier sind überall so Stopfen, wo man dann nachher die Drosselklappenteile einstellen kann, um den Unterdruck zu schauen, ob die alle gleich Unterdruck saugen. Und jetzt guck mal hier, siehst du diesen grünen noch Fetzen an Schlauch da hängen? Und guck mal hier, so jetzt ist er weg. Da fehlt uns schon das Gegenstück. Also irgendwo unter dieser Ansaugbrücke muss der Julian jetzt mal mit uns eben zusammen gucken, wo wir den fehlenden Schlauch haben. Auch mal Akrobatik hier machen. Ja, 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 ja. Micha, du müsstest jetzt auch mal Akrobatik machen. Am besten, du kommst mal von der anderen Seite. Mhm. Kletter auch mal da so drauf. Da, hier. Ja, 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 ja. Und diese Verbindung zur Ansaugbrücke müssen wir jetzt erstmal schaffen. Weil das ist natürlich ein Grund, weil hier ist unser Gestänge, was auch anzieht, was eine Klappe aufmacht. Das hat alles was mit Leistung zu tun. Und wenn da was abgeflutscht ist, arbeitet vielleicht irgendwas nicht sauber und das Ding hat gefühlt nur 50 PS. Oder er fuhr damals, also auf jeden Fall, wo wir in der Probefahrt waren, nicht wie 300 PS. Und ich kann mich daran erinnern, den Prüfstandslauf, wo wir abends noch alle uns die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, wo wir die Drosselklappenteile eingestellt haben. Stimmt, ja. Da habt ihr alle gesagt, du kannst die doch jetzt nicht über den Prüfstand Vollgas jorgen. Da habe ich gesagt, wieso? Ölwechsel ist gemacht, Zündkabel sind neu, Zündkerzen sind neu, Spritfilter ist neu, wir haben ja alles neu gemacht schon. Und siehe da, er hatte 300 PS. Wenn du uns hier den Schlauch jetzt noch gangbar machst, also wieder drauf machst, würde ich nämlich mal wagen, den Wagen warm laufen zu lassen. Hinterachse ist ja jetzt fertig. Und dann stellen wir ihn direkt auf den Prüfstand und schauen mal, was dann weitergeht. Also Julian macht jetzt den fehlenden Schlauch da dran. Und wir sehen uns gleich beim Warmlaufen lassen und dann ab auf den Prüfstand. Weiß nicht, ob man sieht. Erste Probefahrt. Und ich sehe da einen riesen Schwall Öl. Von den aufpumpbaren Dämpfern? Oder? Ja, aber der hat ja Kuni-Fahrwerk. Aber der hat ja keine mehr.
Deswegen habe ich es zugelegt. Also dieses Auto ist wirklich ein Sorgenkind-Auto, ne? Ja. Kann man so sagen. Auspuffanlagen-Thema habe ich auch geguckt. Gibt es nur noch im Zubehör von der Firma Fox, von der Firma Supersprint habe ich was gefunden. Fox hat keine Zulassung, Supersprint gibt es. Das haben wir geguckt, Sven. 1365 Euro. Ich habe einen versucht, einen legeren Vorschlag von 1150 Euro zu machen. Wurde abgelehnt. Also müssen wir mal gucken, dass wir uns auch eine neue Auspuffanlage besorgen. Aber das ist ja jetzt gerade nicht unser Problem, sondern wie ihr seht, hat der Julian rechtzeitig gemerkt, bevor er losgefahren ist. Hm. Also bedeutet das für uns noch kein Prüfstand, noch kein Warmlaufen. Und ich würde sagen, das Thema M5, auch wenn es jetzt noch so hart ist, beenden wir erstmal jetzt hier. Und im nächsten Video seht ihr die fröhlichen Sachen M5, wenn es nämlich endlich auf den Prüfstand geht, endlich an die Vollgasprobe fahrt. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.